Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf LS19. Es gibt ja wieder Neuigkeiten zu LS21. Es kommt erst im 2021. Der Grund ist ja, es gibt ja mehrere Gründe eigentlich. Der Grund wurde genannt eigentlich wegen der Xbox und der neuen PlayStation. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht nur der einzige Grund war oder ist, dass das Spiel ein bisschen später kommt, weil es sollen ja große Veränderungen geben. Zum Beispiel auch der Story-Modus. Jetzt sind wir hier falsch gefahren. Der Story-Modus, der ja kommen soll, dass sie auch mehr Zeit haben, um den Story-Modus fertig zu machen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Zeit hat ja vorher schon nicht ganz gereicht. Das Spiel kam ja meistens immer mit einigen blöden Bugs raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben, das ist jetzt ein guter Grund, um das Ganze mal zu ändern und ein bisschen mehr Zeit zu kriegen, dass sie da auch wirklich alles so machen können, wie sie sich das vorgestellt haben, dass wir dann auch ein Spiel kriegen, was so weitgehend fehlerfrei ist. Der zweite Punkt ist ja halt eben mit der Xbox. Und können wir hier rein? Jo. Mit der Xbox, ne? Mit der neuen. Dass sie da auch da das für die Xbox machen können. Was natürlich noch ist, ist natürlich der ein guter Grund, was ich eigentlich gut finde, was eigentlich auch schon ein paar andere gesagt haben. Es gibt immer, wenn man alle Mods hat, muss man neu anfangen. Ne? Ist ja so. Kaum sind alle guten Mods da, ist schon wieder eine neue Version da und die Mods werden relativ wenig genutzt dann. Eine kurze Zeit. So haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, diese Mods zu nutzen und das ganze Spiel besser nutzen zu können. Ne? Dann ist die Zeit nicht so knapp. Finde ich eine gute Sache. Ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt auch später kommt. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Kann natürlich möglich sein, dass das Spiel dann auch nach der Gamescom 21 kommt. Kam ja eigentlich immer nach der Gamescom, dass sie es da vorstellen können. Aber das ist doch kein Problem. Also, es kommen ja dieses Jahr, es sollen ja noch 3 DLCs kommen. Mit vielen, irgendwas mit Sämaschinen und Erntemaschinen. Ob sie da jetzt, ne, das ist jetzt hier die gute Frage, ob da jetzt irgendwie neue Fruchtsorten kommen, weil möglich ist es ja, nachträglich einzufügen. Das, hier ist auch ein Loch. Scheiße. Das ist natürlich jetzt eine große Frage, ne? Cool wäre das natürlich schon. Und Scheins braucht natürlich die Kohle hier, ne? Zum Weiterproduzieren, das ist natürlich klar. Aber, die DLCs nimmt mich schon wunder, was da kommt, ne? Wäre schon interessant. Das Sämaschinen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was cool wäre, wäre so eine Ballenpresse, Kombi, ne, die Krone, Ultima zum Beispiel, die ich mir vorstelle, dass die als DLC kommt, weil es einfach, sonst wäre die schon lange hier, ne, sonst hätten die das schon lange gemacht. Und was kommen können wir, ja, was können denn noch, was könnte man eigentlich noch hier reinbringen, also wir haben ja eigentlich schon alles, ne. Was natürlich hier sehr cool wäre, wären hier so, ja, so Easter Eggs. Also, weißt du, so ein bisschen hier so, ja, also auf der Standard-Map natürlich, ne? Easter Eggs, einige, wo man machen kann oder selber machen kann sogar, weil das wäre natürlich geil, dass man da in der XML sagen kann, okay, wir machen da einen Koffer hin oder eine Tasche. Tasche wäre wahrscheinlich eher logischer. Und da drin ist irgendwie Kohle. Wieso packt ihr das ein? Da ist irgendwie Geld drin und du kannst dann in die XML sagen, wie viel Geld das da drin ist. Und da kannst du die dann auf der Map verstecken.
und die Leute können sich das dann suchen. Das wäre eine interessante Sache. Ja, was bis was das ein bisschen interessant machen, weißt du, wenn das schon Story-Modus ist, natürlich klar. Dass dann heißt, ja, so wie Mission hier, mach das und mach das oder hilf dem aufbauen. Ja, irgendwas aufbauen wäre auch geil. Hilf ihm das Haus zu bauen oder sowas, das wäre natürlich auch fett. Aber ansonsten können, ja gut, das wäre natürlich auch, hilf dem Bauer aus auf seinem Hof, weil er krank ist, musst du ihm da, weiß ich nicht, musst du ihm da den Stall ausmisten oder sonst was. Gibt schon einige Sachen, die noch so einen Kick geben könnten. Ich hoffe natürlich, dass man den Story-Modus dann auch irgendwie in die Map hinzufügen könnte. Ist natürlich ein Problem. Nein, ist eigentlich kein Problem. Das wäre dann natürlich auch wieder mit der XML, ne? Oder mit einigen XMLs, wo man das dann einstellen könnte. Wo man sich dann die Mission oder den Story-Modus eigentlich selber gestalten könnte, ne? Dazu, wenn das jetzt so kommen würde, müsste Giants natürlich schon einige, ja, Zeit haben, ne? Weil das soll ja was Gescheites werden und nicht irgendwie was, ne, halbfertiges, blödes. Deshalb ist das natürlich, ja, auch, das hat alles einen guten Grund, weil es sind wieder einige Leute am Heulen. Ist doch egal, wir haben ein gutes Spiel jetzt, wir haben viele Fahrzeuge. Ja, es gibt viele gute Modes und ich wüsste jetzt nicht, was der Grund wäre, dass man jetzt hier schon wieder ein neues Spiel hätte haben müssen, hören sollen jetzt gerade. Ist doch alles okay. Da gibt's ja nichts zu heulen oder sowas, ne? Also ich finde das eine gute Sache, dass sich Giants sagt, wir nehmen uns Zeit. Haben auch viele Leute gesagt, ne? Nehmt euch doch mal ein bisschen mehr Zeit. Und das machen sie jetzt, ne? Das ist ja jetzt nicht schlimm, weil das Spiel ist ja immer noch, ne? Ist ja immer noch im guten Zustand sozusagen, ne? Ist nicht verbuggt, es läuft alles gut, ja, läuft alles. Maps gibt's hier auch einen Haufen. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir wieder irgendwas kriegen müssten. Vor allem war es ja eigentlich, ja, was haben sie verbessert? Grafisch gesehen haben sie verbessert, ne, Materialien hier mit Chrom und Stoff und Metall, Blech und das, ne, Plastik. Aber das ist doch jetzt gut, ne? Von der Grafik her kann man ja, na gut, man könnte hier bei den Gras-Texturen und Fruchtsorten-Texturen könnte man da schon mal ein bisschen hier updaten. Aber ansonsten ist das eigentlich, kann man ja selber machen, ne? Eigene Maps kannst du selber machen, die Sachen austauschen. Aber ansonsten ist doch das alles hier prima. So. Ich bin ja hier auf der Gamsting, ne? Hast du vielleicht noch nicht oder schon gesehen. Habe ich gefunden. Ist nicht die Originale, hat einer konvertiert. Weiß nicht, ob mit Bewilligung oder ohne Bewilligung oder. Das weiß man nicht, ne? Weil da gab es ein paar Fehler, wo ich auskorrigieren musste. Oder wo man den Trigger nicht gesehen hat, wo was ist. Beispiel hier bei den Schweinen hier oben. Ansonsten, bis jetzt funktioniert die Map, ne? Also bis jetzt funktioniert, jetzt muss man die BGA gucken. Was ich natürlich noch schade finde, ne? Wir hatten doch im 15er oder im 17er, hatten wir doch hier die schöne BGA-Plane. Weißt du, die vom Mischer oder vom Ab reinkippen, vom, nicht vom Fermenter, der andere, nicht Fermenter, wo man ein Ding reinkippt, ist ja jetzt nur eine Plane oben, wo man einfach reinkippt, die ist immer voll und geht nicht runter und hoch. Das finde ich natürlich schade, dass er rausgenommen wurde, weil das bewegliche Sachen muss, das sind immer halt Sachen, die rein müssen. Finde ich schade. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, was uns dann beim neuen LS erwartet, wenn sie sich mehr Zeit gelassen haben. Wenn es viel besser wird, viele neue Sachen kommen,
dann ist es gut. Wenn nur wenig kommt, wie immer, dann ist es nicht gut. Dann hätte sich die Zeit eigentlich hier sparen können. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man eben, wenn der dynamische Boden drin ist, dass man das eben auch machen könnte, dass man die irgendwie buddelt oder sowas, ne? Oder was auffüllt mit Erde oder so. Das wäre natürlich hier schon eine fette geile Sache. Die Karte brauche ich gar nicht. Das wäre natürlich cool. So. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und, wir sehen uns, ne? Also, bis dann. Tschüss.